Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. In diesem Video geht es um Android Auto und die Frage, was kann man sonst noch neben den Standardfunktionen, die Android Auto zur Verfügung stellt, mit dem System noch machen. Ja, hierzu benutze ich als erstes mal meinen relativ in die Tage gekommenen OBD-Dongle, Bluetooth-OBD-Dongle, verlinke ich euch unten im Video. Diesen stecke ich schon mal unten in die OBD-Schnittstelle. Ich starte auf dem Smartphone Android Auto. Es werden natürlich ein paar Fragen gestellt, worauf Android Auto Zugriff haben soll, auf Daten, Telefonbuch und sonst irgendwas. Alles kann man aktivieren. Und Android Auto startet mit der gewohnten Oberfläche. Ich habe hier die Einstellung zurückgesetzt, damit ich die Prozedur euch nochmal zeige von Anfang an, weil es gibt jetzt eine Besonderheit, um weitere Funktionen nutzen zu können. Man muss hier auf Info klicken und wie ihr seht, bei den drei Punkten gibt es eigentlich nur Hilfe und Feedback geben. Drückt man 10-mal oben auf die Überschrift, öffnet sich die Information, dass man die Entwicklerfunktionen freischaltet und einen kleineren Gefahrenhinweis. Den könnt ihr mit OK bestätigen. Über die drei Punkte habt ihr jetzt mehr Funktionsverfügung wie die Entwicklereinstellungen. Da geht ihr drauf, ganz nach unten und unbekannte Quelle aktivieren. Soweit, so gut. Wie ihr seht, Android Auto Einstellungen Version 3.9, also die aktuellste, die es gibt. Ich habe hier nichts downgegradet oder sonst was, sondern die aktuellste, die es aus dem Play Store gibt, ist installiert. Entwickleroptionen sind freigeschaltet, unbekannte Quellen sind aktiviert. Jetzt gibt's ein paar Apps, die man ausprobieren kann, die weitere Funktionen freischalten. Ich habe mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt. Es ist ein bisschen tricky. Zwei Apps kamen eigentlich in Frage. Die eine App nennt sich AA Mirror und die zweite App nennt sich OBD2 AA. AA steht entsprechend für Android Auto. Wenn ihr die Apps runterlädt, verlinke ich euch unten mal im Video, werdet ihr feststellen, auch wenn ihr das Handy ans Infotainment-System anschließt, sie werden nicht angezeigt. Ist natürlich eine Sicherheitsfunktion von Android Auto, weil nicht jede App soll ja auf dem Infotainment-System angezeigt werden, um die Ablenkung vom Verkehr so gering wie möglich zu halten. Damit die Apps überhaupt angezeigt werden, gibt es eine dritte App, verlinke ich euch auch unten im Video. Die müsst ihr runterladen, installieren. Die nennt sich A-Auto App Enabler. Also Android Auto Third-Party App Enabler. Hier drückt ihr auf Read Apps. Er listet euch alle Apps auf, die ihr installiert habt. Also bei mir ist es AA Mirror und OBD 2 AA. Die anderen zwei gehören wahrscheinlich zu den oben genannten Apps. Die alle aktivieren, auf Apply drücken und dann sagt euch das Handy, bitte neu starten. Habe ich schon alles gemacht, um das Video nicht in die Länge zu ziehen. Und wenn ihr das gemacht habt, das Handy neu startet, wird das Handy angeschlossen, Android Auto startet. Und ihr solltet jetzt Folgendes hier sehen. Normalerweise gibt es hier nur den Zurück-zu-Sync-Button. Jetzt habt ihr OBD2 AA.
und Aamua. Obedi 2AA ist eine App, die euch erlaubt, den Dongle, den ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, auszulesen und Daten oder Informationen auf dem Display anzeigen zu lassen. Das hat bei mir so, naja, eher schlecht als recht funktioniert. Die erste App, Aamua, wenn ich die jetzt starte, seht ihr, dass das Display gespiegelt wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt jede App, also nicht nur ja, die OBD2 mir anzeigen lassen kann, sondern wirklich jede einzelne App kann ich mir hier anzeigen lassen. Und somit ist diese App vom Funktionsumfang oder von der Darstellung her natürlich wesentlich besser und komfortabler. So, wie ihr seht, habe ich mir die Talk-App installiert. Die gibt es in der Lite-Version und in der kostenpflichtigen Version. Ich kann jetzt das Handy im Prinzip beiseite legen. Display wird ja gespiegelt. Wie ihr seht, alles funktioniert. Also es ist eine 1:1-Spiegelung vom Display. Mein Smartphone ist erkannt. Er hat sich mittlerweile mit dem OBD-Dongle verbunden. Deshalb habe ich hier am Anfang schon mal reingesteckt. Hat die Daten des Autos ausgelesen. GPS ist er noch am Suchen. Wir befinden uns momentan ein bisschen unterm Dach. Da ist der Empfang vom GPS nicht so tolle. Okay. Wenn wir jetzt auf Echtzeitinformationen drücken, zeigte uns die Informationen von dem OBD-Dongle an. Aktuell die ja, Umdrehungen des Motors. Wenn ich jetzt hier aufs Gas drücke, seht ihr, die werden live ausgelesen. Somit eine coole Sache. Über diese Talk-App könnt ihr euch natürlich auch weitere Bildschirme selber konfigurieren. Das ist jetzt der Standardbildschirm. Ich habe jetzt nichts Großartiges hier konfiguriert. Könnt ihr euch individuell gestalten und alle Module, die der OBD-Dongle entsprechend erkennt, euch hier ja darstellen lassen. Das ist schon mal eine coole Sache, aber im Prinzip funktioniert natürlich auch alles andere, was am Smartphone funktioniert, was man natürlich jetzt nicht unbedingt machen sollte während der Fahrt. Man kann natürlich sowas wie jetzt hier YouTube starten. Ich habe jetzt hier allerdings keine Verbindung. Somit wird das nicht funktionieren. Aber prinzipiell auch YouTube funktioniert und man könnte sich, was man nicht sollte und darf, während der Fahrt YouTube-Videos anschauen. Wie gesagt, höchst gefährlich, kann ich keinem dazu empfehlen oder raten. Es geht hier eher darum, die Möglichkeiten des Systems anzuzeigen. Also alles, was ihr mit dem Smartphone machen könnt, könnt ihr jetzt auch entsprechend hier über das ja, Navigationssystem oder Infotainment-Display darstellen lassen. An meinem Testhandy jetzt hier ist es so, dass er diesen Homescreen leider nicht dreht. Somit ist es im Hochformat. Wichtig zu wissen ist, ich hole jetzt mal das Handy in die Hand. Die App, die das Ganze oder die zwei Apps, die das Ganze ermöglichen, ist Aamua, um entsprechend einen Spiegel, also Mirror, zur Verfügung zu stellen. Und natürlich die Android Auto Third App Enabler. Hierbei ist es wichtig, es funktioniert nur auf gerouteten Handys. Ihr müsst also Root-Zugang zu eurem Handy haben. Deshalb benutze ich jetzt hier mal mein Ersatzhandy, mit dem ich immer ein bisschen rumspiele. Bei einem nicht gerouteten Handy habt ihr so gut wie keine Möglichkeit, diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Was heißt so gut wie keine? Eigentlich habt ihr keine. Ich habe jetzt mal soweit alles durchforstet, was es halt so im Internet gibt an Apps und Foren und sonstiges. Also ihr müsst das Handy routen, damit das in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Um euch nochmal ja, die zweite App zu zeigen, mal schauen, ob es überhaupt in irgendeiner Art und Weise funktioniert, wenn ich die OBD2AA anzeige. Jawohl, sie funktioniert auch. Also diese zeigt mir natürlich hier die, ja, die Umdrehungen an. Ich kann mir verschiedene Anzeigen konfigurieren lassen. Gib mir mal eine Sekunde. OBD2AA. Das ist im Prinzip die App.
die ist, es gibt eine kostenlose App, die kann wie soll ich sagen, vier Anzeigen euch darstellen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese Umdrehungen pro Minute hier eingestellt, weil ich ja nichts während der Fahrt machen möchte, beziehungsweise euch zeigen will. Machen wir mal hier, also uns noch die aktuelle Spannung hier anzeigen vom Modul. Sollte dann ungefähr so aussehen. Ich gehe hier nochmal zurück. Mal gucken, ob er es aktualisiert, wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke. Das passiert auch öfter mit dieser App, also mit dieser OBD2-AA-App. Sie stürzt hier und da mal ab. Somit ist der AA-Mirror mit der Talk-App für mich auf jeden Fall die komfortablere und sinnvollere Lösung. So, jetzt haben wir zwei Anzeigen konfiguriert. Einmal entsprechen die Umdrehungen pro Minute und das ist die aktuelle Bordspannung, 14,6 Volt, also Lichtmaschine, also der Generator läuft, lädt die Batterie, damit sie halt ihre 12 Volt oder 12,7 Volt sind es ja, Spannung behält. Genau, diese App gibt es als kostenlose App und auch als kostenpflichtige App. Gibt es nicht im Play Store, gibt es im Forum von XDA, muss man sich entsprechend das XDA Store, sage ich jetzt mal, runterladen und dann dort kostenpflichtig diese App besorgen. Falls man den Umweg nicht gehen möchte, kann ich euch nur empfehlen, installiert euch die Talk-App, entweder in der kostenlosen oder kostenpflichtigen Variante. Habt ihr auch, wie ihr gesehen habt, eine ähnliche Darstellung. Und ja, das war es soweit für dieses Video von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann schauen wir mal, was das Auto noch so an Funktionen bietet und was ich da so alles rauskitzeln kann. Somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.